Ich bin hier auf dem Grundstück der Gemeinde und ja, letztes Jahr haben sie mir erlaubt, meine Traubenreben, meine Kiwis und meine Pfirsiche zu pflanzen. Und ich soll hier auch zusätzlich eine Wildblumenwiese anlegen und jetzt treffe ich die ersten Vorbereitungsmaßnahmen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute bei diesem sonnigen Wetter eingeschaltet habt. Und ja, ich habe jetzt hier die Grabgabel ausgepackt und mal angefangen, eine größere Wildblumenwiese bei der Fläche hier anzulegen. Also ich grabe jetzt hier so ein bisschen den Boden um, versuche ein bisschen aufzulockern, damit ich dann hier so verschiedene Wildblumensamen aussehen kann. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, da wird es auch separate Videos immer Stück für Stück dazu geben. Jetzt ist es noch ein bisschen kühler, ist Anfang April ungefähr. Und darauf möchte ich einfach nur kurz ein bisschen umgraben, Boden auflockern. Und ja, das ist jetzt die erste Vorbereitungsmaßnahme, die ich hier treffe. Habe auch hier schon einige Blümchen gesehen, die ich zum Beispiel noch nicht kenne. Und allgemein grabe ich auch hier auf der Fläche so um, dass ich hier diese Zierbäume, die hier stehen, nicht zu stark an ihren Wurzeln verletze, sondern hier ein bisschen außen rum grabe. Ist auch sehr interessant zu sehen, welche Wildkräuter hier auch wachsen. Also Schafgarbe, Löwenzahn wächst hier auch, Klee. Das sind hier wunderbare Pflanzen, vor allem der Klee, weil natürlich auch Stickstoff von der Luft in den Boden rein bindet. Und was auch sehr interessant ist, sind die Wurzeln von der Schafgarbe und von der Löwenzahn. Vor allem vom Löwenzahn, weil das so Pfahlwurzeln ist, damit er einfach diesen verdichteten Boden hier auflockern kann. Und damit sich halt hier auch andere Pflanzen, die jetzt nicht so tief wurzeln, ansiedeln können. Das ist zum Beispiel die Hauptaufgabe vom Löwenzahn, Boden auflockern, damit sich hier einfach die Nährstoffe und das Leben von unten nach oben gebracht wird und sich einfach hier gute Erde aufbaut. Und ich versuche jetzt einfach diesen Prozess ein bisschen zu beschleunigen. Und ja, das sind jetzt so die Sachen, die mir hier so ein bisschen aufgefallen sind. Und grundsätzlich kann ich auch, warum ich das jetzt hier auch mache, ist, warum ich auch Klee später auch hier ansiedeln lassen möchte, damit ich hier auch Humus aufbauen kann. Weil ich kann es manchmal nicht verstehen, warum zum Beispiel bei uns in der Gemeinde empfohlen wird, Magerwiesen anzulegen, die trocken zu legen. Auch zum Teil werden die Samen mitgenommen bei den riesigen Rasenmähern und die Wiesen verkommen. Und für mich ist halt eine Wildblumenwiese auch mit richtigem Humus aufbauen, damit sich auch viele verschiedene Pflanzen mit kultivieren können und die in einem auch nicht auslaugen können, weil das ist für mich kein Sinnbild der Natur bzw. kein Beispiel der Natur, weil da wächst einfach alles und für mich sind einfach solche Magerwiesen, die man dann brach liegen lassen soll, das ist ja für mich ziemlich unlogisch und deshalb möchte ich hier auch, zum Beispiel habe ich vor Phacelia und Sonnenblumen mit anzubauen und damit auszusehen. Ich habe auch ein bisschen Inkanaklee, das versuche ich auch mit einzuarbeiten und dann habe ich noch andere Samen. Schaue ich einfach mal, was ich mir da noch alles so zusammenstellen lassen möchte. Was ich hier noch an der Seite noch gemacht habe, hier kommt auch ganz schön viel Phacelia mit raus, das ist noch vom letzten Jahr. Den Trauben, Kiwis habe ich zum Beispiel auch dicke Bohnen reingesetzt, einfach auch dafür, dass die Knollenwurzeln, wie gesagt, Stickstoff von der Luft in den Boden einbringen und nochmal Humusaufbau fördern. Ich habe auch überall bei meinen Trauben und bei den Pfirsichen habe ich auch ein bisschen Knoblauch reingesetzt. Ganz hinten an der Ecke zur Einfahrt habe ich noch ein bisschen Lavendel ausgesät. Mal schauen, ob da was kommt. Und sonst dicke Bohnen, Holzhacksschnitzel habe ich auch ausgesät, damit sich auch hier ein bisschen Pilze und Myzele mit aussehen, weil das einfach ja, die Pflege für mich mit dazu gehört. Ja, damit möchte ich es auch für heute belassen. Das sind jetzt die Vorbereitungsmaßnahmen, die ich treffe jetzt so in diesen
schönen Frühjahrszeiten, der Frühling kommt. Und ja, jetzt sind die Vorbereitungsmaßnahmen, die ich treffen möchte, um einfach der Natur, den Bienen, den Insekten etwas Gutes zu tun. Einfach Schritt für Schritt weiter aufbauen. Permakultur kommt ja nicht von heute auf morgen. In diesem Sinne, gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch den Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. So verpasst ihr ja kein weiteres Video auch von dieser Serie hier, wie ich jetzt versuche, eine Wildblumenwiese auf dieser Fläche anzulegen. Und dann möchte ich mich einfach nochmal bei euch herzlich bedanken. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euch im Garten, bei eurer Jungpflanzenanzucht, bei euren Projekten, bei euren Vorhaben, bei euren Visionen. Keine Ahnung, was ihr so vorhabt. Genießt einfach die wunderschönen Sommertage, beziehungsweise die kommenden Frühlingstage. Es ist ja fast sommerähnlich, sage ich mal. Und dann wünsche ich euch noch eine harmonische und schöne Zeit und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.